Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Resident Evil 7. Leute, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Telefon hat in der letzten Folge gerade geklingelt. Wir wollen jetzt rausfinden, was da los ist. Und schauen einfach mal, was jetzt hier passiert. Es ist bestimmt wieder dieser kleine Psycho. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, nein, nein. Du musst dich erst blicken lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo die Party ist, oder? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann. Alle warten nur auf dich. Dieser Kranke, der hat uns bestimmt wieder irgendeine Falle oder irgendein fieses Rätsel dort gestellt. Ich bin gerade erschrocken. Oh Mann, diese Mistviecher hier. Der ist voll schnell. Boah. Wir machen das anders. Haben noch zwei Patronen. Okay. Und hier war auch nichts mehr. Okay. Ja, da hinten ist das, was ich sagte. Ne? Aber wenn ihr alle Folgen gesehen habt, dann wisst ihr das ja auch. Dass da der Partyraum ist, anscheinend. Das habe ich sogar echt richtig betitelt. Ja, was machen wir mit diesem Holzachs und... Oh, fuck you. Achso, immer wenn wir reingehen, platzen die wieder. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob es sich lohnt, die überhaupt zu töten. Wir packen auf jeden Fall mal diesen Krempel raus. Wenn wir ihn dann noch brauchen, dann haben wir halt Pech gehabt. Aber wir brauchen auch Platz, Leute. Die Videokassette haben wir uns auch angesehen. Das brauchen wir eigentlich ja noch. Haben wir denn Material da? Natürlich nicht. Nee. Okay, Leute, ich würde es einfach riskieren. Ich würde es einfach versuchen. Komm jetzt. Der Kumpel kommt jetzt bestimmt wieder, ne? Oh, von der Seite. Scheiße. Hat mir echt verfehlt. Oh, wir sind fast tot. Super, haben wir ja schön unser Moon verschwendet. Bin doch mal dezent am Bluten. Habe ich jetzt den blauen angeklickt? Und das bevor wir diesen Psycho besuchen gehen. Jetzt sehen wir natürlich auch echt viel. Okay, den pfeifen wir uns gleich rein. Okay, es ist echt, wie ich es gesagt habe, echt so eine Art Disco oder so. Let's play, okay. Ja, wir machen auch gerade ein Let's Play, Dicker. Puh, was wird uns erwarten, Leute? Ich bin gespannt. Sieht schon so krank aus, oder? Ethan. Ethan. Ethan, Ethan. Warte, warte, warte. Ich habe was für dich. Schau doch mal her, was ich habe. Weißt du, wozu das gut ist?
Weißt du, was Zoe damit anstellen will? Sie denkt, das Teil ist etwas Besonderes. Nein, Ethan, es ist nicht besonders. Das genau hier ist besonders. Weißt du, Ethan, nicht jeder will gerne die Zeit zurückdrehen. Was, Evelyn? Ich will es ihm doch nur zeigen. Ich will ihm nur zeigen, dass nicht jeder zurück dahin will, wie es früher war. So ist ein dummes Miststück. Sie versteht nicht, dass ich nicht zurück will zur Zeit, bevor mein Vater dich gefunden hat. Nicht jeder will die Zeit zurückdrehen. Also, Ethan, du kannst so viel du willst unter dem schmutzigen, vergammelten Haus kriechen und nach den Materialien suchen, aber du wirst verdammt nochmal nichts finden, Ethan. Du willst das Serum herstellen? Oh, Baby. Da musst du an mir vorbeikommen. Hörst du mich? Na komm schon, Ethan. Was sagst du? Ich bin dabei. Auch ohne Munitionsschein. Scheiße! Ja, Mann. Scheiße ist, dass wir keine Patronen mehr haben. Muss jetzt echt die Augen aufhalten. Okay, da will ich eigentlich ungern reinlaufen. Auch immer tiefer. Oh, da ist noch einer. Leitet alles verkabelt hier, dieser Psychopath. Kommen wir denn hier noch vorbei? Ja. Nein, natürlich nicht. Oh. Verdammt. Das war ja mies. Das sind echt alles absuchen. Wir brauchen jede einzelne Patrone wahrscheinlich, weil der steckt wahrscheinlich auch richtig dick ein. Irgendwie habe ich voll Angst, das Ding kaputt zu machen, aber wir wahrscheinlich gleich wieder explodieren. Oh ne, tatsächlich nicht. Hört ihr die Geräusche? Da war schon wieder was, Leute. Super, wir haben keine Heiltränke mehr. Was sollen wir machen? Oh, da bin ich fast reingelaufen. Fuck, war das knapp. Was haben wir denn hier noch? Aber hier will ich eigentlich auch ungern langlaufen, weil hier könnten auch Schnüre sein. Dein Ernst? Ist das hier so der Plan, dass wir da ständig reinlaufen müssen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe immer noch den Autoschlüssel. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal, man weiß nie.
Ups. Oh, wie lösche ich? Halt. Aber was passiert hier gerade? Aber was ist hier gerade passiert? Ich habe gar nicht... Ich wollte... Sie sind tot. Das ist schön. Spielt gerne Spielchen, vertrauen Sie ihm also nicht. Lukas spielt gerne Spielchen, vertrauen Sie also nicht. Ah, super, dass er speichert, nachdem ich das Ding kaputt gehauen habe. Oh. Aber jetzt gucken wir einfach, wenn wir in die Luft fliegen, fliegen wir in die Luft. Guck mal hier oben. Aber es bringt uns leider gar nichts. Okay, also so läuft das Spielchen. Wir müssen die Dinger kaputt schießen. Ja, da passe ich doch durch. Ja. So. Ja, toll, er sagt uns drei Passwörter. Ich weiß. Scheiß Passwörter, was? Probier doch mal 0814. Nein. 0621. Nein. Es ist 0514. Na komm schon. Versuch's mal. Man weiß nie. Mal erstmal das. 8. Okay. Scheiße, was war das? 0. Achso, nee. Wird das dann automatisch aufgehen? Können noch nichts weiter eingeben. Ich jetzt abbrechen mache. Okay, das andere war irgendwie 062. Scheiße, ich hab's vergessen. Hätten wir es echt merken müssen? 06 2. Was war's dann? 1? Keine Ahnung. Oh, war das richtig? Oh Mann, es ist hier wieder, ey, also eine wird bestimmt explodieren. Ach, das war so klar, ey. Aber ich muss es halt ausprobieren. Verdammtes Arschloch. Sorry, Leute. Wir haben so viel Kraut, aber können es einfach nicht. Einfach nicht benutzen, weil uns immer diese Chemikalie fehlt. Ach, Mann. Ich gehe schon echt immer mit einem verzogenen Gesicht an die Dinger, weil ich immer denke, die fliegen gleich wieder in die Luft. Okay, das muss ja gleich rum. Wir müssen jetzt auch immer noch aufpassen wegen diesen Drähten. Wir sind hier. Oh, da ist einer. Oh Mann, hast du mich erschrocken!
kommst du denn her? Boah. Ey, sind wir so dicht dran, das wird uns doch trotzdem verletzen. Okay, doch nicht. Kleiner Pisser. Okay, sieht ja fast aus wie der richtige Weg, Leute. Ja, schon viele Monsterchen. Da gucken wir erstmal in die andere Richtung. Dass hier alles weitergeht und wir vielleicht noch hätten Munition finden können oder so. Okay, hier ist Blut. Achso, das ist nur der Raum. Alles klar. Oh, der treibt seine Spielchen mit uns, ne? Oh, hier unten. Oh, das ist ja mies. Dieses Dreckschwein. Da unten ist auch noch einer. Ich hoffe, dass sich die 4 Patronen gelohnt haben, die ich jetzt hier investiert habe. Du wirst ja aber nicht explodieren jetzt, oder? Du, also eine Pissau. Okay. Hier werden wir stärker. Maximale Gesundheit dauerhaft erhöht. Oh, mal wieder eine Münze. Das war alles hier, Leute. Dafür 4 Patronen. Und die Steroide sind halt richtig cool. Ich finde so viel Kraut, aber keine Chemikalie. Bisschen überall aufpassen, ne? Schießpulver, cool. Aber bringt uns auch nicht so eine Chemikalie. Wir brauchen Munition, Leute. Okay, hier ist auch wieder ein Videorekorder. Oh cool, wir haben hier Munition und ein bisschen Brennstoff. Was machen wir? Ich glaube, der Part ist dann einfach ein bisschen kürzer. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Oder wir speichern und gucken noch mal ganz kurz. Wir wollen ja so grob die Zeiten einhalten, Leute. Nehmen wir den hier. Die brauchen wir erstmal nicht. Den brauchen wir sehr wahrscheinlich auch nicht, weil wir haben nichts, um es zu verändern. Dich brauchen wir auch nicht. Okay. Ich bin schon voll paranoid, ne? Boah, Leute, ey, das ist so heftig. Oh, komm. Oh, da war eine Flüssigkeit drin. Okay, was machen wir uns? Ich würde sagen, können wir uns nicht auch Schrotmunition damit machen? Oder einen Trank? Wir haben auch keinen Trank mehr. Ja, wir machen uns den davon. Da ist so eine Art Fahrstuhl. Okay,
Okay, das Ding wird bestimmt wieder in die Luft fliegen. Oh ne, Flüssigkeit. Aber damit können wir uns nichts von denen... Das könnten wir uns damit herstellen. Mit den Brennkapseln. Aber das... Oh doch, hier, gute Munition können wir uns herstellen. Okay. So, Leute. Da ist auch noch eine Kiste. Da ist ein System. Vielleicht, wenn wir das in die Luft sprengen. Aber wo ist der Auslöser? Hier war auf jeden Fall ein... Einmal drauf schießen? Nee, okay, das bringt nichts. Gut, dann müssen wir halt runter in die Höhle des Löwen. Warte, wir gucken mal, ob wir noch was finden. Oh, Leute. Oh, sehr gut. Flintmunition. Es ist ja mal deutlich weniger in die Luft gegangen. Okay, die scheinen alle leer zu sein. Am Zaun hängt auch nichts. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Nee. Okay. Oh, was haben wir denn hier verwenden? Okay, wir müssen mal gucken. Eine Batterie fehlt. Halleluja. Halleluja, Leute. Flintenmunition und wieder hier so ein abgeschlachtetes, mit Maden befülltes Kuh, Rind, irgendwas. Ich denke mal, dass es ein Küchchen ist. Batterie. Wir brauchen eine Batterie. Ah, so einfach. Okay, wir trauen es uns. Sehr gut, Flintenmunition. Nochmal ein Kraut. War ja klar, irgendwann muss das ja wiederkommen. Drecksack. Der hat's echt mit Explosionen und so, ne? Das ist so ein Typ. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen, willkommen beim Scheunenkampf! Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen, wir haben Regeln! Du mich auch! Ehrlich! Oh, 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 der kotzt oder so, ne? Okay, das ist Säure oder so. Scheiße, das war nicht schlau, hier hochzugehen. Nein, ich wollte gerade nicht vorbei. Ja, der Fette war schon ganz schön scheiße, aber absolut besiegbar. Also jetzt nicht so schlimm. Ach so, wir sind jetzt auf der anderen Seite.
wird uns hier wohl erwarten? Okay, wieder ein verkokelter Typ. Oh, geil. Kannst du dich einen Heiltrank noch machen? Okay, da können wir nicht ran. In der Spüle ist auch nichts. Pillen. Sind die fertig? Können wir uns hier reinpfeifen? Nur kombinieren. Oh. Okay. Hat mir auf jeden Fall eine nette Nachricht wieder hinterlassen, der Verrückte. Du bist als Nächster dran. Sehr nett. Oh, sehr nett. Aber das werden wir nicht zulassen, Leute. Wir wollen uns diesen Penner holen. Okay, ich weiß, wo wir sind. Müssen wir jetzt tatsächlich wieder zurück? Haben wir da alles geholt? Das ist ja interessant. Da sind wir vorhin durch. Okay, mal gucken, ob jetzt... Jetzt wirklich wieder zurückgehen, Leute? Leute, kennt ihr das Bild noch? Das ist von dem Foto. Das ist von dem Foto mit, ich habe da was Tolles für dich versteckt. Okay, ein Repair Kit haben wir gekriegt. Ein Reparatursatz für defekte Schusswaffen enthält eine begrenzte Anzahl an Ersatzteilen. Okay, wir haben ja noch eine defekte Pistole auf jeden Fall bei uns drinne, das weiß ich, im Schrank. Das ist scheiße, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Pistolenmunition. Aber warum sollen wir jetzt zurückgehen? Ich glaube, wir haben irgendwas vergessen. Oder? Wir können doch bestimmt nicht wieder raus. Doch, tatsächlich. Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Wir gehen mal noch mal kurz in den Wohnwagen, dann speichern wir. Und dann sind wir ja auch gerade wieder genau in dem zeitlichen Bereich. So, dass wir unsere Zeiten grob einhalten. Und dann werde ich wieder alleine zurückwatscheln. Und dann dort mit euch weitermachen, Leute. Okay, hier scheint es auch nichts Neues zu geben. Ja, Leute, wir werden weiter nach Mia und Zoe suchen und uns diesen Typen auf jeden Fall schnappen. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall wieder zurück. Ich denke, das ist der richtige Weg. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst den Daumen nach oben da, das Abonnement. Folgt mir auf Twitter, ihr kennt das Übliche. Ne? Tut nicht weh, kostet alles nichts. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und mit mir diesen Horror durchsteht. Bis dann, Leute, euer Fearscream.